Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um explizites Warten und damit kann man dann natürlich auch testen, wie schnell seine Web-Applikation läuft. Das heißt, wie lange braucht ein Element, bis es denn geladen ist. Viele Webseiten haben heutzutage das Problem, sie laden extrem viel, deswegen brauchen sie auch eine gewisse Zeit und das ärgert natürlich manche Benutzer. Es kann natürlich auch irgendwie sinnvoll sein, wenn einzelne Felder erst nach einer Weile erscheinen, bei Animationen oder sowas zum Beispiel. Und ja, da gibt es einige sehr, sehr nützliche Methoden, die ich euch ganz kurz zeigen möchte. Okay, wir nehmen jetzt tatsächlich hier einfach mal Google, weil ich damit das eigentlich auch zeigen kann. Und wollen jetzt hier allerdings das rauslöschen. So, in der Praxis wartet der Treiber natürlich implizit, also ohne dass ihr irgendwas machen müsst, bis die Website fertig geladen hat von sich aus. Aber es werden natürlich häufig mal irgendwelche Elemente noch delayed nachgeladen. Das heißt, der Browser ist oder die Seite ist fertig mit Laden, aber es werden dann im Hintergrund noch einige Dinge nachgeladen. Das passiert relativ häufig und ja, das kann man natürlich auch alles testen. So, und wie machen wir das Ganze? Wir machen das mit einem Try and Catch, weil uns da einiges um die Ohren fliegen kann. Denn vor allem, ja, dazu komme ich gleich. Erstmal holen wir uns das Element ist gleich WebDriver Wait, heißt das, was wir hier suchen. WebDriver Wait. So, das liefert mir natürlich als allererstes mal einen Fehler. Ich kann es aber importieren aus, so, jetzt Sekunde, ist das korrekt? Support.wait.WebDriverWait. Ja, das passt perfekt. Moment, Sekunde, nee, das passt nicht. Punkt UI muss es sein. Und ja, das sollte passen. Okay, und jetzt kann ich hier nämlich eingeben, ich möchte gerne warten. Und zwar, welcher Treiber soll gerade warten? Naja, der Driver soll warten. Wie lange soll er höchstens warten? Also allerhöchstens, das ist quasi die Timeout-Zeit. Das sollen bei mir, keine Ahnung, 5 Sekunden sein. Und dann sage ich Punkt until. Und jetzt muss ich hier irgendwas definieren, bis wann der warten soll. Und das mache ich normalerweise so. So, und jetzt brauchen wir hier eine Expected Condition. Das bedeutet, eine Bedingung, wann dieses Warten aufhören soll. Und die muss man auch importieren. Das mache ich jetzt mal von Hand, nicht, dass wieder was schief geht. From Selenium.WebDriver.Support Import Expected Conditions. Da nehmen wir jetzt noch den Namen as expected. Ja, ich kann heute irgendwie nicht tippen. Expected condition. Okay. So. Und jetzt kann ich über expected condition kann ich mir eine Bedingung raussuchen, wann das Ganze fertig sein soll. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel raussuchen, wenn das Element sichtbar ist. Und hier kann ich eben sagen, welches Element und die Visibility. Und ich kann hier sagen, wenn ein Alert da ist, also wenn irgendein Alarm aufgeploppt ist, wenn ein Element, das ist ein bisschen komplexer, wenn ein Element clickable ist, also wenn man draufklicken kann, wenn es selektiert werden kann und so weiter und so fort. Also hier gibt es einen ganzen Haufen, wenn die URL sich verändert, wenn der Titel so etwas enthält, wenn der Titel etwas ist, keine Ahnung, wenn da Text in dem Element drin ist, wenn Text im Element Wert drin ist, wenn eine URL gemacht oder sein soll und so weiter und so fort. Also es gibt enorm viel. Wir werden jetzt allerdings benutzen Presence of Element Located. Was so viel bedeutet, wie wenn das Element geladen hat, also wenn es da ist, dann wollen wir was machen. Und hier muss natürlich jetzt irgendein Element rein. Das machen wir jetzt hier oben wieder. Element ist gleich. Ach so, nein, halt, stopp. Das muss man ja quasi hier drin machen, weil sonst muss man ja nicht so lange warten. Und hier müssen wir jetzt einfach definieren, wie wir das ganze Element selektieren wollen. Das geht jetzt ein kleines bisschen anders. Wir müssen hier jetzt sagen, by Punkt, was wir es selektieren wollen. Wir sagen, Achtung, das müssen wir auch noch importieren. From Selenium. Punkt. WebDriver.common.by import by. So, wir sagen hier jetzt, wir wollen by. Und jetzt können wir hier uns aussuchen, nach was wir selektieren wollen. Wir können hier auch wieder XPath nehmen, funktioniert genau gleich. Wir nehmen jetzt hier aber den Namen und sagen hier, wir wollen das Feld mit dem Namen Q haben.
Natürlich mit dem Buchstaben Q, also nicht die Q und so, ne? Okay. So, und wenn das soweit geklappt hat, dann sagen wir finally driver.quit. Dann brauchen wir den Kram hier unten nämlich auch nicht mehr und den verschiebe ich hier hoch. So, das heißt, egal ob wir es gefunden haben oder nicht, ist uns wurscht, am Ende quitten wir auf jeden Fall. Und ja, so funktioniert das in etwa. Also Timebox Sleep ist sozusagen die härteste Version zum Warten. Das Ding wartet jetzt so lange, bis es das Element Q gefunden hat. Wir gucken uns das einfach mal direkt an. Und ja, es hat offensichtlich das Element schon gefunden. Ansonsten, ja okay, sieht man nicht so gut, ne? Dann machen wir jetzt das noch. Element.send sind Bodenstrich-Keys. Dann googeln wir mal wieder nach Google und dann sehen wir ja direkt, wie lang das quasi lädt. So, und wir starten und wir sehen, wir tippen einfach direkt los. Das heißt, dieser Wait hier, dieser Wait-Befehl, der wartet wirklich nur so lange, bis es dieses Element gefunden hat. Aber wenn das halt später irgendwann erst nachgeladen wird, dann würde das uns einen Fehler werfen, wenn wir es direkt einfach uns holen würden. Das heißt, wenn ihr irgendwie Lazy Loading oder sowas testen wollt, dann müsst ihr definitiv warten, bis die Elemente auch wirklich geladen haben und bis diese Elemente auch wirklich verfügbar sind. Und ja, das ist ziemlich wichtig, weil sonst schmiert es euch natürlich ab. Wenn wir jetzt hier irgendwas wenn wir danach irgendwie suchen, dann wird das logischerweise nicht gefunden werden. Wir warten also 5 Sekunden, bevor wir diese Sache hier ausprobieren und wir gehen danach raus mit einer Timeout-Exception, die uns natürlich, also dieses Driver.quit wird trotzdem ausgeführt, keine Sorge, aber wir haben hier eine Timeout-Exception, weil wir 5 Minuten gewartet haben und dieses Element hier mit dem Namen Q, das haben wir trotzdem nicht gefunden. Das heißt, es wurde einfach nicht rechtzeitig geladen. Wir können also sagen, okay, wir quitten den Test und so ein Test, wenn ihr es in Unit-Test einpackt, würde dann auch theoretisch fehlschlagen, weil das Element nicht schnell genug geladen hat. Das heißt, wenn ihr irgendwie Performance oder sowas testen wollt unter Stress, dann könnt ihr das durchaus hiermit auch überprüfen. Ja, und das ist eigentlich auch schon so ziemlich das. Und das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.